Ahed Tamimi am Montag bei einer Anhörung in einem Gefängnis nahe der Stadt Ramallah. Israel erhebt Anklage gegen die 16-jährige Palästinenserin, die im Dezember einen seiner Soldaten ins Gesicht geschlagen hat. Das hat sie in den Augen vieler Landsleute zu einer Art Heldin gemacht. Manche Israelis sehen den Vorfall, für den sich die Jugendliche nun unter anderem wegen Körperverletzung verantworten soll, als Provokation und als erniedrigend an. 3 Tage nach dem Vorfall war Ahed Tamimi verhaftet worden. Die Anklage forderte nun, dass sie bis zum Ende des Prozesses in Gewahrsam bleiben soll. Dazu die Anwältin des Mädchens, Gabi Lasky. Da es so viele Anschuldigungen gibt und manche Beweise erst nach ihrer Festnahme gesammelt wurden, beantragen wir einige Tage Zeit, um die Beweise zu erhalten und zu sichten und um dann später ihre Freilassung zu erreichen. Ein Video zeigte Tamimi, wie sie Mitte Dezember einen israelischen Soldaten am Eingang ihres Elternhauses im besetzten Westjordanland schlug. Nach Angaben der israelischen Seite waren dem Vorfall Angriffe mit Steinen auf israelische Einheiten vorausgegangen.